Es ging heiß her in Münzing. Bei über 30 Grad liefen 18 Ochsen um die Wette. Da kam so manch ein Jockey selbst nicht hinterher. Und das sehr zur Freude der Zuschauer. Seit 20 Jahren findet das Ochsenrennen in Münzing statt und wird immer populärer. Der große Andrang erstaunt die Gründer des Rennens bis heute. Es war eigentlich eher so aus einem Stammtisch, Frühschoppenlaune raus. Ist uns halt ein bisschen Blödsinn eingefallen und haben uns gedacht, mit den Ochsen könnte man eigentlich sowas machen, mal so ein Wettrennen. Und haben auch so eine Arena gefunden und haben uns gedacht, das machen wir so einen kleinen Wettbewerb. Wir sind da nicht davon ausgegangen, dass es mal so groß ausartet eigentlich. Einer der Teilnehmer ist Stefan Leinbach. Für den Münzinger ist es sein zweites Rennen. Er tritt mit seinem Ochsen Bud Spencer an. Das Tier bringt immerhin stattliche 700 Kilo auf die Waage. Aber so viele Menschen wie heute ist er eigentlich auf seiner Wiese sonst nicht gewohnt. Wie bereitet man also einen Ochsen darauf vor? Wissen werden wir es nie davor, aber wir haben schon alle trainiert, wo das hinter dem Wagen hängt, wo er schäfert und wo der Hund vorbeigegangen. Und da ist er nie der Schocker und wird schon werden. Man muss ja den Ochsen, der muss ja mindestens 30 Monate alt sein und man muss da schon immer viel trainieren, dass man den auch im Griff hat, dass nichts passiert. Das ist immer das Schlimmere, sage ich eigentlich. Man muss nicht schauen, dass die Tiere handsam sind, dass die führig sind, dass da nichts ausartet. Dem eigentlichen Rennen geht traditionell ein großer Festzug mit allen Teilnehmern voraus. Angeführt von der Münzinger Musikkapelle führen die Jockeys ihre Ochsen vom Dorf über die Felder bis hin zur Rennstrecke. Anschließend bereiten sie ihre Tiere auf den Wettkampf vor. Der Modus ist simpel. Die Rennstrecke ist ca. 120 Meter und es laufen immer 4 bzw. 5 Ochsen gegeneinander. Daraus, die ersten kommen immer weiter und die zweiten. Und das entwickelt sich dann bis zum Viertelfinale, Halbfinale, zum Finale. Zwischendurch gibt es aber auch noch einen Hoffnungslauf für die, die im ersten Lauf Dritter, Vierter waren, dass die eine zweite Chance haben. Bei den Zuschauern besonders beliebt das Wetten. Auf jeden Ochsen kann geboten werden. Wie die Tiere sich jedoch im Rennen verhalten, ist schwer vorherzusagen. Für die Jockeys ein schwieriges Unterfangen. Er muss jetzt schön drum sitzen können, er muss seinen Ochsen im Griff haben. Manche Ochsen sind nicht auch sturm, bleiben stehen, gehen nicht mehr weiter. Manche sind sehr schnell, er muss schauen, dass er drauf bleibt. Andere hoppeln recht auf, dass man sich kaum da halten kann drauf, dass er, wenn er runterfällt, kommt er fast nicht mehr auf. Trotz allem Wettkampf, im Vordergrund steht immer der Spaß. Das Wichtigste dabei, die Sicherheit für alle Beteiligten. Für die Dorfgemeinde ein riesiger Aufwand. Wir haben ungefähr 1,5 Jahre Vorbereitungszeit, haben eine Vorstandschaft mit 5 Mitgliedern und also müssen wirklich alle mit anpacken. Dann haben wir halt unsere Festzeit noch dazu, was wir gemeinsam mit dem Burschen Frei Münzing machen. Aber es müssen alle ran, immer jeden Tag. Und das ist bis, wir sind die letzte Woche wirklich jeden Tag auf die Füße gewesen, da draußen. Manche nehmen ihren Urlaub her und nächste Woche, bis alles weggeräumt ist, bis die Arena aufgeräumt ist, wieder alles. Es ist schon ein enormer Aufwand. Anton Leinbach schaffte es zusammen mit Bud Spencer am Ende bis ins Halbfinale. 4 Jahre müssen sie nun warten, dann gibt es die nächste Gelegenheit, beim Münzinger Ochsenrennen zu starten.